Pilots Around the World Movie Team wieder da, heute mit der Seagull, auf Deutsch die Seemöwe. Wunderbar fliegen, schon alles vorbereitet, auch für die Kameraaufnahmen, also ich könnte eine Kamera reinführen, für FPV-Flüge, wie ihr es haben. Was natürlich ganz cool ist, an dem Flüger, es ist ein ETV-Flüger, also er hat einen geilen, fetten Impeller innen drin, also wirklich wunderbar. Aber es wäre ja nicht umsonst ready to fly, wenn er nicht auch noch einen Motorsatz dabei hat mit dem Stosspropeller. Also man kann ihn locker umbauen, kann ihn zum Stosspropellerflieger machen. Wunderbar. Das Ganze fliegt mit 11,1 Volt, 2200 mA, 25C. Ich könnte natürlich auch 1850 rein tun mit 35C oder 30C, das klappt ohne Problem. Jetzt gehen wir aufbauen. Wir machen entweder jetzt das V-Tail, wo wir Höhen und Seiten haben, oder wir machen einfach nur das Höhen machen, dann fliegen wir mit Höhen und quer. Ich entscheide mich dafür, dass wir das V-Tail gehen. Ist schöner zum Fliegen. Ziel Pilots, bis gleich. Als erstes machen wir jetzt das V-Kabel an, sicher auf 1, damit wir das schön da hinten durchziehen können. Also schön da hinten einfahren. Vorne bei der Öffnung schauen, wo das Kabel ist, dann müssen wir halt wirklich ein bisschen schön durchziehen. Und da ist es, jetzt haben wir es gefasst. Jetzt können wir hier schön einführen, alles schön den Flieger anziehen. Dann hier schön einfügen. Bis es schön fest ist. Wunderbare Sache. Jetzt einen kleinen Trick, um das Servokabel richtig hinterziehen. Ich nehme so ein Carbon-Ding. Gehen auch schön hier rein. Stossen das Wissfüller durch. Da ist er schon. Wunderbar. Nehmen wir das. Nehmen das hier an, das Webkabel. Kleben das schön rundherum, dass es fix ist. Ziehen da hinten schön wieder raus. Und da ist das Webkabel schon. Wunderbare Sache. Dann nehmen wir das wieder weg. Und schon können wir darüber befestigen. Und jetzt können wir natürlich einfach das Y-Kabel da vorne nehmen, da schön einfahren, schön anziehen und reinstecken. Tipptopp, fliegen sind dran, jetzt sehen wir sie noch verschrauben, nehmen wir hier unten dran und dann hat das. Die letzte Schraube wird jetzt schön angesetzt. Das ist wirklich perfekt, also man kann da reingehen, reinschrauben, wirklich bis es satt anzieht, also das hält tipptopp. Wie immer wunderbar bei Freewin. Das mit dem Steckverschluss, also wirklich das V-Tail an und hier reingehen, hinterher schieben, ist schon mal fix. Dann nehmen wir das Stückchen, stecken es da oben rein, hebt das wunderbar, das wird nachher verschraubt. Jetzt einfach da hinten einfahren, schauen, dass die Löcher stimmen. Klick, und jetzt verschrauben wir das noch, mit diesen grossen Schrauben. So, die letzte Schraube haben wir jetzt noch hinten beim V-Tail. Wirklich schön, es ist streng, es ist das Plastik, es tut sich wirklich schön reinfäsen. Gibt sein eigenes Gewind. Und dann haben wir das V-Tail auch noch drauf, dann müssen wir nur noch schön alle Clips anschliessen. Und dann ist der Flieger eigentlich schon startklar. Wie immer natürlich, ist wirklich eine coole Sache beim Ready to Fly, die Steckflüge, also man muss wirklich nur noch verstecken, schnell verschrauben, sieht tipptopp, genauso wie beim CTRS. Auch von Freewing, wirklich eine super Maschine. Ja, Pan, jetzt würde ich sagen, nachher gehen wir FPV fliegen oder besser gesagt mit der Kamera Luftaufnahme machen. Herr von Pilots, ciao. So Pan, das Seagull, die Seemöwe ist fertig, Mann, wirklich Hammerflüge mit dem V-Tail hinten dran, mit dem wunderbaren Impeller, wirklich sensationelle Sache. Für die, die natürlich nicht mit dem V-Tail fliegen wollen, können sie natürlich auch noch das Höhenruder hinten drauf machen. Ich empfehle nur das V-Tail zu fliegen, es ist eine ruhigere Sache. Sieht schön und kann wirklich schön Kurven machen. Oder würde ich sagen, gehen wir mal zu Zürich und Zürichsee mit dem Flügel, mit dem Öfen. See you, Pilots.